It's Tooltime. Ja, da ist er wieder, ne? Mit seinem Losi 5D. Und ja, heute machen wir mal ein Unboxing. Haben wir ja schon lange nicht mehr gemacht. Und an für sich ist es kein Unboxing, sondern ein Tüting, ne? Ja, es dreht sich um diese Geschichte. Das wollte ich euch mal zeigen. Das ist nämlich interessant. Und zwar ist er die Vorderachse, ne, Rad abgeschraubt. Tun wir mal beiseite. Und dann sind ja hier die Aufhängungen. Jetzt schraube ich das mal ab. Mal gucken. Ich muss das jetzt alles aus der Hand filmen. Ich mache das jetzt mal frei Schnauze. So, kennt ihr alles, hat man alles schon tausendmal gemacht. Aber ob ihr das schon mal gesehen habt, was ich hier für ein Bild von Zerstörungsbild habe. So, da sind ja hier unten diese Hülsen drin. Und weil man das ja kennt als Losi-Fahrer, dass Kunststoff super ist, besser wie Alu, nubbelt sich hier in dieser Aufhängung nicht das Kunststoff weg, sondern die Hülse hier. Die löst sich dann irgendwann beim Wohlgefallen aus. Hier ist noch ziemlich dick. Schalte mal hin. Man sieht aber, wie hier das Material, der Dreck am Arbeiten ist. Ja, und jetzt mal auf der anderen Seite. Jetzt wird es interessant. Na, siehe da. Da hat der Zahn der Zeit wohl dran genagt. Und da ist ja gar kein Material mehr. Man sieht jetzt gerade mal, dass die mal scharf stellen. Aha. Dass hier die Schraube sich durchgearbeitet hat, regelrecht ein Gewinde reingeschnitten hat und dann hat sich das Gewinde wohl aufgefressen. So, und dann hat man natürlich in der Radaufhängung vorne so viel Spiel drin, dass man natürlich gar nicht mal lenken braucht, ne? Man weiß bloß nicht, wo das Auto dann in welche Richtung es hinfährt, nach rechts oder nach links. So, und ja, jetzt soll so eine Ansage vielleicht, wie soll man sagen, vielleicht an das Losi-Team, die das machen. Warum macht man hier eine Schraube, die durchgängig das Gewinde hat? Natürlich, weil man verkaufen will, ist klar. Aber man könnte jetzt ja in diesem Bereich, wo jetzt so die Hülse ansetzt, jetzt habe ich das verkehrt rum, stecke ich zusammen, ne? Dann kommen wieder Kommentare. Ist ja an sich egal. Also, ihr wisst das, das steckt ja hier drin. Ich mache es jetzt trotzdem mal rein. Ja, mit einer Hand ist das Käse, das müsst ihr mir verzeihen. So. Scheiß Fummel. Will man ja natürlich vermeiden. So. So sieht das jetzt ohne Aufhängung aus und man sieht, wie das Gewinde sich da durchgearbeitet hat. Und das ist ja wirklich übelst. Und warum macht man jetzt nicht auf dem Stück, wo die Hülse ist, kein Gewinde an dieser ollen Schraube? Und dann quasi nur, wo das Gewinde dann hier reingeht, Gewinde dran. Das wäre doch machbar an für sich. Also, ich werde wahrscheinlich im Baumarkt gehen, mal gucken, ob ich eine Schraube finde, die jetzt kein Gewinde hat und die kann ruhig länger sein, die kürze ich mir dann vorne ein, wie ich das Gewinde brauche. Hauptsache, dass das hier, das sind ungefähr 1,5 Zentimeter, kein Gewinde hat. Und dann dürfte das natürlich nicht mal so durchlubbeln, wie es jetzt ist. Ach, diese blöde spackende Dame, was. Dann passiert mir das wahrscheinlich nicht so schnell. Dann geht wahrscheinlich andererseits was anderes kaputt. Ja. Das wäre mal zum Losi, könnte man verbessern oder machen wir halt selber. So, jetzt kommt das Unboxing. Ich tüte das mal eben aus und zwar mit einer Hand und siehe da, was haben wir da? Wo fangen wir mit an? Am besten mal mit Zappenduster. Da gibt es nämlich die Hülsen, so 4 Stück, glaube ich, immer ein Vierer-Set für 7,99. Das ist, glaube ich, unschlagbar billig. Darüber geht wahrscheinlich nur noch Alibaba, aber da muss man 6 Wochen warten. Und apropos warten, jetzt erstmal ein Daumen hoch für Zappenduster. Das habe ich Montag bestellt. Ich habe sogar nachmittags irgendwann, ich weiß nicht mehr genau. Und Mittwoch ist es schon da gewesen. Das ist Rekordzeit. Lobenswert. Und ich freue mich wie Bolle, weil wir ja am Samstag, beziehungsweise am Freitag fängt es ja schon an, die deutsche Meisterschaft haben. Und dann will man ja nicht ganz so rappelig durch die Gegend fahren. Da waren die Hülsen schon sehr wichtig. Und nochmal schönen Dank. Und ja, super gemacht, ne? Also freue ich mich drüber bei sowas. So, und jetzt haben wir noch die Alternative. Ich zeige dir ja immer so Sachen auf, was vielleicht noch günstiger sein könnte. Ne? Also 7,99 ist ja wirklich schon super dafür. Finde ich auch gut, dass er die Dinger so einzeln verkauft, sonst ja im Baumarkt wieder reinflitschen sich da, ihr kennt das, ist das ein bisschen doof. Meine Alternative wäre gewesen, hier bei diesem guten Verein zu kaufen. Da kriegt man zum Beispiel diese Plastikhülsen.
Und die gibt es in allen Größen und Längen. Die Längen kann man zur Not ja noch kürzen, aber so 15 mm hat das jetzt, glaube ich. Und dann kann man ja auch den Druck, der Innendruckmesser gibt es auch verschiedene, also in alle Kategorien. Und dann kann man die ja einfach hier reinstecken. Dann hat man, die sind jetzt ein ganz kleinen Tücken vielleicht zu lang, aber das kann man ein bisschen abschmirgeln. Dann passt das, würde auch gehen. Also der Versuch wäre es wert. Kunststoff, wie man weiß, nutzt sich ja anscheinend nicht so ab, zumindest der lose Kunststoff nicht von diesem Modell hier. Tja, und ob das dann bricht, weiß man nicht. Müsste man ausprobieren. Der Erfahrungswert kommt dann irgendwann mal, wenn ich die einbaue. Da kriegt man nämlich hier ich glaube, für 4 € ein paar zerquetscht, da habe ich da 25 solche Hülsen gekriegt. Und ja, was will man mehr, ne? Auch klasse, auch genauso schnell geliefert. Tja, was gibt es noch zu sagen? Jetzt tun wir das mal da rein und gucke mal, wie das schön da passt. Und das hier, das ist wie Arsch auf Eimer. Jetzt rappelt hier nichts mehr. Also dieses bisschen Spiel ist normal. Und ich habe ja gedacht, dass vielleicht ja auch die Kunststoffteile hier ausgebeutelt sind oder, aber die sind nicht Mitleidenschaft gezogen worden. Das finde ich richtig klasse. Deswegen hier bei Losi braucht man nur den billigen Schrott von Alu auszuwechseln. Ne? Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ne? Also ich brauche das jetzt nicht zu vertieft mit Alu und Kunststoff. So, lasse ich mich auch nicht drauf ein. Ja, was soll man da sagen? Super Unboxing, ne? Und ja, wie das immer so überraschend ist für einen, man glaubt nicht, was alles so kaputt gehen kann. Ne? Wenn man sollte doch mal seinen Wagen öfters mal auseinanderbauen und nachgucken und vielleicht die Teile mal öfters wechseln. Bei mir geht das so lange, bis es kaputt geht und dann wird es gemacht. Aber das ist schon nicht schlecht. So, jetzt fällt mir nichts mehr ein. Dann noch schöne Grüße an alle und dann sage ich bis zum nächsten Unboxing. Bis dann. Oder ja, genau, Deutsche Meisterschaft. Zeige ich euch, was Sache ist da. Filme ich ein bisschen, mal gucken, ob ich Zeit habe. Dann bis später. Elfe, Hubise, Ceva, bis dann. Joing, okay.